just forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. Einen wunderschönen, seid gegrüßt. Wir sind wieder zurück in Red Dead Redemption Teil 2. Und zwar mit Arthur werden wir heute in Rhodes die beiden Familien gegeneinander ausspielen. Ich bin sehr gespannt, denn da sind zwei neue große Missionen. Und ich bin mal gespannt, wie die werden. Deswegen schauen wir einfach mal, was das wird. So, vorher nehmen wir noch ja, den Healer mit. Den Lumberjack. Ja, der macht nichts, der tut nichts. Der kann nichts. So ungefähr. Der tut nichts. Nein, der tut nichts. So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ankomme. Irgendwo am Fluss. Ah, okay, gut. Okay, ach, in der Nähe vom Lager bin ich. Okay, erstmal hier wieder hochkommen. Ab zu meinem tollen Pferdchen. Erstmal lieb zu meinem Pferdchen sein. Ja, Ingo, ich hab dich gern. Okay, there, boy. Come on, boy. Jetzt striegeln. Füttern tun wir auch noch. Und dann geht es direkt schon los. Gehen wir direkt auf die Karte. Hier ist das Lager. Hier gibt es zwei neue Missionen von Josai. Trelawney möchte mit dir sprechen. Okay, das ist der, dem wir geholfen haben. Und Bill Williamson. Aber das kommt alles später. Vorher werde ich erstmal hier ein bisschen Ärger verbreiten. Und zwar haben wir hier eine Mission mit John Marston. Und wir haben hier eine Mission mit Josai. Das werden sie sich beliebt machen. Ja, ich würde sagen, da gehen wir als erstes hin. Das ist gleich um die Ecke. Hier ist noch eine Zeitung, eine neue. Das ist ganz gut. Und da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Auch wie groß diese Missionen jetzt werden. Waffentechnisch bin ich hoffentlich richtig ausgerüstet. Ja, kann ich mich erstmal nicht beklagen. Los geht's. So, jetzt sage ich mal keine Tiere. Ich habe zwar noch ein Fell mit dabei, aber das ist nicht so wichtig. Hier machen wir einen Hüpfer. Sehr gut. Und jetzt gehen wir hier auf die große Allee, weil da sollen wir ja hin. Zur ersten Familie. Dem riesigen Anwesen. Weil immer schön nett sein. Familie Braithwaite. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Move along now. Okay. Schönes Anwesen. Ich sag's immer wieder. Oder wird mir sogar die Tür schon geöffnet? Das ist ja sehr nett. Guten Tag. Please come in, sir. This way, sir. Sehr freundlich. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he's big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we could take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull.
Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Seems a lady can birth monkeys, after all. Jetzt wollen wir hier mit den Großen spielen, scheinbar. Beziehungsweise die Großen austricksen. I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. Okay, wir sollen irgendwas fahren. Also die haben irgendwas schön ausgemacht. Und Arthur hat überhaupt keine Ahnung, was passieren wird. Können wir mal gucken. Sehen wir, was hier drauf ist. Menge Flaschen. Also ich glaube, es ist wieder rum oder so. Schauen wir mal. Ready? Let's get out of here. Schauen wir mal. You was quiet in there. Took everything I had. That son of hers. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. The smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Gray's place? Come on, Maud. Pick up the pace here. She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep. Using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook nose, you snotty old bitch. Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. But there really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying, oh man, da gab's einen kleinen Unfall. After that business at the saloon. Do you even know where we're headed? So, we're just gonna drive on in there, is that it? Wir haben uns auch noch verfahren. I got a plan. Wagons go in and out of there all the time. Kinokamera lässt nach, wir müssen hier mal lenken, umdrehen. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right then. Die Kinokamera hat sich verfahren. Gucken wir, dass wir hier wieder auf den richtigen Weg kommen. Da lag irgendwas. Muss er jetzt mal selber steuern hier. Aber Sean hat ja uns alles erklärt. Wir sollen also sozusagen die Tabakfelder der anderen Familie in Brand setzen. Und spielen die Familien gegeneinander aus. Ob das gut gehen wird, werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht. Ganz schön kurvig hier. So, ein Zug kommt nicht. Ah, da oben steht noch ein Reh. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Rechts neben der Strecke stand ein Reh. Excuse me? You not worried about them greys? In what sense? Well, they knows you. Maybe you're right. You know what? Here. I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not gonna go that far. Okay, Arthur versteckt sich. We're here. Stay out of sight. I'll do the talking. Hey, hold it right there. Yeah. Hold. What you want, boy? I've
There was a ting at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, okay. They said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Jetzt fährt er hier mit. Have a drink, Sean. Und sein Pistolenhalster geht irgendwie durch die durch den Sitz. Auch sehr schön. Hamish. Good to meet you, Hamish. Fine bit of country you've got here. I'm not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I ain't never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Okay. Yeah, right there. Geht mitten in die Scheune und wir spielen jetzt wahrscheinlich trojanisches Pferd. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Schalte die Wachen lautlos aus. Okay. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Okay, ich soll also die Wache lautlos ausschalten. They can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the average man sups on shite, yeah? Yeah, yeah. Okay, yeah. Oh, er hat's jetzt gemacht. Come on, Arthur. What are you playing at? I was enjoying the monologue. Nein, ich will den Hut nicht. Der ist doof, der Hut. I'm not the one who was dawdling. Okay, you can hold up in here till it gets dark. Genau, holt ihn wieder rein. Wir haben nicht den Schotten getötet. Here they got these things ready. Okay. Plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Molotov cocktails. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was bar burning down manor houses. We'll burn quietly. Und noch eine Wache. Quiet. There's someone coming on the left. Was, da kommt einer von links, ah ja. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later.
You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Wieder einer weniger. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Okay, dann gehe ich mal hier in die Felder. Und tränke hier mal, damit wir die Tabakfelder abfackeln können. Ich soll da tränken. Okay, das war's. Da ist eine Wache. That's good for here. Da ist auch eine Wache. Lauf ruhig an mir vorbei. Ich bin völlig uninteressant. Ich zwitschere dir das Teil auch nicht über den Kopf. Jetzt machen wir hier weiter. Spiel ich gleich Feuerteufel. Also da brauchen wir die Romeo und Julia Geschichte irgendwie ein bisschen lieber. Oh, da ist einer. Den müssen wir ein bisschen aufpassen. Der könnte mir sonst zur Gefahr werden. Na, wo gehst du hin? Drehst du dich oder drehst du nicht? Oh, da ist auch noch einer. The next one. Okay, er dreht sich, sehr gut. Hier gibt's nichts zu sehen, geh wieder weg. Jetzt muss ich nur schnell genug sein. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Machen wir noch dieses Feld und dann haben wir noch eins und dann haben wir sie alle. Arthur, du machst das klasse. Oder ist das schon wieder? Ich muss auch immer Arthur ab und zu immer mal loben. Der ist schon wieder. So, jetzt täuschen wir hier nochmal an, dass wir hier durch wollen. Trifft dich mit Sean an der Scheune. Ja, ja, ist schon klar, aber ich will nach der Lohnkutsche gucken. Also eine Wache sehe ich. Wo schaut die andere Wache hin? Kann ich den so einfach, kriege ich den so einfach?
gucken, die stehen alle sehr dicht beieinander. Kriege ich den hier oder kriege ich den nicht? Ah, okay, die. Stehen beide so ungünstig. Wir probieren es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Okay, das war kacke. Das hat nicht funktioniert. Ach, ich hätte die in Ruhe lassen sollen. Mann. Ich hätte die in Ruhe lassen sollen. Also die Lohnkutsche ist nicht so einfach. Probier es nochmal. So, wo sind wir? Hier sind wir. Okay, ich soll mich mit Sean treffen. Das heißt, die Lohnkutsche lassen wir erstmal in Ruhe und holen wir uns nachher vielleicht noch. Hier schütt doch alles aus. Wir haben doch alles jetzt in Brand gesteckt. So, wir schütten hier noch ein bisschen weiter. Okay, Sean macht die ganze Arbeit. Können wir hier was rauben? Geh mal weg. Ich will hier gucken, ob ich was plündern kann. Ja, gleich. Ich will nur gucken, vielleicht liegt hier noch was, was interessant ist. Macht mal keinen Stress. Sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas noch interessant ist. After you, sir. So, jetzt. What are you waiting for? Come on. Let's get a plane for this piece of shit. Haha, now let's go. Brew yourselves a fat cigar. I got the right head. I'll enjoy killing you. Na los, wirf! Oh, Arthur, wirf! Wo sind denn hier die Waffen? Oh Gott, ich hab mich komplett verlaufen. Okay, das erste Feld brennt. Weiß gar nicht, wo die Waffen sind. Wir müssen mal die Pferde retten hier. Das geht da hoch. So, den ersten haben wir. Der war komplett daneben. Oh oh. Kann man jemanden die Pferde retten? Okay, die Pferde sind gerettet. Okay. Schauen wir mal, auch, dass wir so weit gerettet.
Will ja nur die Lohnkutsche. Oh, bin ich genau reingelaufen. Leg dich hin, du bist müde. So, erstes weg. Mein Hut. Ich muss meinen Hut. Nein, ich muss meinen Hut mitnehmen. Stress mich nicht, ich muss meinen Hut mitnehmen. Sonst werde ich ohrenkalt. Das funktioniert so nicht. Sag mal, Arthur, mach was. Ach, hier. Da war er. Ich hab den gar nicht gesehen. Genau, wir müssen erstmal hier untersuchen. Jetzt losschneiden hier. So, das andere machen wir auch noch los. Ah, die sind beide los. Warte auf Sean, okay. Aber diese Pferde sind los. Och, der nimmt wieder das. So, ohne Sattel, los geht's. Müssen wir nur noch hier wieder rauskommen. So, guys. Oh mein Gott. Das war ja mal ordentlich. Wir gucken mal einmal zurück. Ach, du ahnst es nicht. Sagen der Prinz. Na, erstmal hier weg. Wahnsinn. Die laufen ja auch alle über die Schienen, als wenn nichts kommen würde. Auch wenn hier vielleicht ein Zug nur in der Woche kommt oder einmal in der Woche. We did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Warte, ich muss noch eine Antwort geben. Bestätigen, los. Sure. Ab ins Lager. Meine Fresse. Ich glaube, die haben jetzt einen schlechten Tag. Oh, 425, mein Anteil 212, okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, was ist hier passiert? Das Pferd müde. Fährt einfach um.
ist denn los hier? Bleib doch mal ruhig. Ein Shire Horse, okay. Streicheln. Good girl. Gut ist hier. Wo ist mein Pferd? Ach, mein Pferd ist. Hier ist mein Pferd. Hallo, mein Pferd. Okay, wir gucken mal schnell auf die Karte und dann wissen wir, was wir getan haben. Beziehungsweise, wo neue Missionen aufgetaucht sind. Die beiden Missionen sind klar. Ich werde hier gleich nochmal schlafen gehen. Beziehungsweise eine Kleinigkeit essen für Arthur. Die Lohnkutsche haben wir überfallen, das ist gut. So, mal gucken, wie sich das hier alles weiterentwickelt. Denn hier die Mission ist jetzt gerade verschwunden. Das heißt, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis sich dort alles gelegt hat. Das heißt, wir werden einfach mal schlafen gehen und dann mal gucken, ob die Mission wieder auftaucht oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.